Hallo Leute und willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Wir machen jetzt das nächste Survival-Level und zwar in der Nacht. Das kann lustig werden. Ich brauche die hier definitiv, die hier. Dann möchte ich gerne den hier, eventuell auch den. Grabsteine habe ich gerade nicht dabei. Ich glaube, ich hole auch den mit ins Boot, damit ich nämlich ein bisschen aufbauen kann. Die Pilze geben ja am Anfang nicht ganz so viel, dann nehme ich noch den mit. Ich überlege gerade, nehme ich einen ganz normalen Pea-Shooter mit? Ja, ne? Ich meine, die erste Runde wird vermutlich noch recht einfach sein. Und das heutige Thema kommt von irgendwer anders. Der hat mir sehr, sehr viele Themenvorschläge gemacht. Ich habe mich jetzt einfach mal für eins entschieden. Und zwar Musik im Wandel der Zeit. Wie stark findest du, hat sich die Musik zwischen deinen Teenagerjahren und der heutigen Zeit verändert? Gab es überhaupt eine Veränderung? Wie hat sich dein Musikgeschmack entwickelt? Wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen. Es sind doch Grabsteine dabei. Nein, warum? Warum? Naja, wenn wir jetzt mal ganz vorne anfangen, also in meiner Kindheit aufgewachsen bin ich eigentlich durch meine Eltern mit den Rolling Stones, Bruce Springsteen, also hauptsächlich mein Vater, meine Mutter dann eher weniger, teilweise auch Rod Stewart, aber hauptsächlich wirklich Rolling Stones. Mein Vater war sehr, sehr großer Rolling Stones-Fan, ist es auch immer noch. Und das war so die Musik, die ich wirklich in meiner Kindheit kannte, wo ich auch vereinzelt jetzt noch super gerne irgendwelche Alben höre, einfach weil ich damit so viele Erinnerungen verbinde und so. Das war so die Mucke, mit der ich aufgewachsen bin. Ich glaube, als ich dann so 10 oder 11 war, hat sich mein eigener Musikgeschmack entwickelt, wenn man das jetzt überhaupt als Musikgeschmack bezeichnen kann. Denn ich war jahrelang sehr, sehr großer Kelly Family Fan. Ja, tatsächlich. Du frisst es nicht weg. Sehr gut. Ich war Kelly Family Fan. Ich glaube so... Ja, warte mal, wenn ich 9 war... Nee, sagen wir mal, ich war 9, als das anfing. Und dann vielleicht so, bis ich 12 war, 3 Jahre. Also jetzt nicht ganz so viele Jahre, aber 3 Jahre. War ich... Oh Gott, ich war... Ich hatte alles von der Kelly Family. Ich war auch auf einem Konzert und... Ja, Kelly Family halt. Ich weiß nicht, das war damals so, da gab es irgendwie 2 Lager. Das war so ein bisschen gespalten. Die einen waren Kelly Family Fans, die anderen waren schon eher so in Richtung Backstreet Boys oder Boybands allgemein. Die kamen ja dann ein bisschen später. Sowas wie NSYNC und so. Aber Backstreet Boys habe ich eigentlich nie so gerne gehört. Das war schon okay, aber ich war jetzt nie der totale Fan. Eine Freundin von mir, da musste ich ständig irgendwas von Backstreet Boys anhören. Hatte alle Poster im Zimmer voll, so wie das bei mir halt mit der Kelly Family war. Da hatte ich das ganze Zimmer voller Poster. Und nach der Kelly Family, dann hat das so ein bisschen nachgelassen. Aber mein... Hey, du knusperst den... Der knuspert den weg. Aber mein Fable für lange Haare hat nicht nachgelassen, denn nachdem meine Kelly Family-Zeit vorbei war, war ich ganz großer Fan von den Hansons. Ich weiß gar nicht, ob euch das noch was sagt. Also den Jüngeren wahrscheinlich eher nicht, aber Hansons und Bob... Das war so damals der Song, mit dem die irgendwie groß geworden sind. Und da war ich auch mega Fan. Leider war ich nie auf dem Konzert. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals in Deutschland gespielt haben. Keine Ahnung. Die waren dann auch ganz schnell irgendwie weg vom Fenster. Nicht nur bei mir, sondern auch so allgemein. Vielleicht sollte ich hier jetzt mal anfangen, einen Pea-Shooter zu setzen, sonst wird das nichts mehr. Und danach kamen dann phasenweise oder zeitweise nicht ganz so lange. Das hier wird nichts. Mist. Kam dann zeitweise sowas wie Blümchen, die fand ich auch super toll. Spice Girls, Alter. Spice Girls, natürlich die erste richtige Mädelsband. War damals schon cool. Ey, was baue ich hier gerade für einen Mist zusammen, sag mal. Ich habe doch ganz viele Sonnen, warum nutze ich die nicht? Ich glaube, ich setze die einfach dahin. Mache ich danach die Pilze? Ich kann davor immer noch Pea-Shooter machen, wenn ich das für nötig halte. Aber ich habe eigentlich genug Sonnen, um erstmal hier ein bisschen aufzubauen. Und danach, jetzt muss ich gerade mal überlegen, nach dieser Blümchenzeit, da müsste ich dann so 14 gewesen sein, ungefähr. Ich weiß es jetzt selbst nicht mehr. Also nach Blümchen und Spice Girls, muss ich gerade echt mal überlegen, was danach kam. Ob da irgendwas total Einprägsames war? Wahrscheinlich nicht, denn sonst wüsste ich es ja jetzt. In irgendeinem Alter, vielleicht war das auch so um 14, 15 rum, hatte ich einen guten Freund
Und der hat gern sowas wie Agro-Berlin gehört. Ja, Agro-Berlin, Frauenarzt und wie hieß der andere? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das fand ich dann eine Zeit lang auch cool. War ich jetzt auch kein extremer Fan oder so. Aber ich habe halt mal ein, zwei Lieder gehört. Ich habe mir da auch nie Alben gekauft oder so. Aber ich fand es halt ganz witzig. Dieses typische, haha, ja, ich finde das total lustig. Der hat so böse Texte und die sind so frauenverachtend. Deshalb höre ich mir das mal an. Ja, weiß ich nicht. Das war dann aber auch irgendwie schnell vorbei. Und dann kam meine Metal-Phase, weil wieder ein anderer Freund von mir hat sehr viel Metal gehört, also hauptsächlich eigentlich Slipknot. Ja, so fing das dann bei mir an. Dann habe ich auch Slipknot gehört. Dann, was hat man noch so gehört? System of a Down, natürlich Nine Inch Nails habe ich teilweise gehört. Ich sollte hier mal wieder ein bisschen was aufbauen. Und ja, das war so damals die Metal-Zeit. Hauptsächlich habe ich da so Nu-Metal gehört. So hat man das damals gesagt? Sagt man das immer noch so? Ich weiß es nicht. Aber Limp Bizkit fand ich auch super. Ich war immer für Limp Bizkit, obwohl ich auch Slipknot mochte. Und irgendwie haben die sich ja nicht verstanden oder keine Ahnung. Ich mochte aber beides. Und danach, dann hat sich das ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Dann habe ich gerne sowas wie Murder Dolls gehört oder Wednesday 13 oder Marilyn Manson natürlich. Ging auch eine Zeit lang so. Dann hat sich das wieder in eine andere Richtung entwickelt. Was mache ich hier eigentlich? Die nach vorne zu setzen, ist eigentlich total dumm. Also die hier, weil die ja sowieso schrumpfen. Ja, genau. Und dann hat sich das in noch eine andere Richtung entwickelt. Und zwar so in die, ja, Hardcore-Schiene. Sowas wie Hatebreed, Heaven Shall Burn, Killswitch Engage. Und jetzt muss ich gerade mal eben kurz überlegen. Die hier nehme ich wieder mit. Den hier, den hier, den hier, den hier, den hier. Torchwood. Und das müsste es jetzt eigentlich schon gewesen sein. Die hier lasse ich mal aus. Wir haben einen Stab Hochspringer dabei. Ja, mal schauen, wie es läuft. Ja, dann halt so diese Hardcore-Richtung. Da war ich aber auch nur auf einem Konzert. Das war damals irgendwie so eine Tour mit Hatebreed, Slipknot und Slayer. Passte irgendwie gar nicht zusammen. Aber war halt so, fand ich auch ziemlich cool. Und ja, das war so die Metal-Zeit. Und ich war auch immer jemand, ich war nie richtig in diesen Szenen drin, ne? Also man kann ja einfach die Musik hören, man kann aber auch voll in der Szene drin sein. Ich habe mich aber öffentlich nie so gekleidet. Ich hatte solche Klamotten, so Nietenhalsbänder, Nietenarmbänder und so und irgendwelche, weiß ich nicht, ausgerissenen Strumpfhosen mit 1000 Laufmaschen und so. Das hatte ich, das habe ich aber nur zu Hause getragen oder wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten getroffen habe, die sowas auch getragen haben. Also ich war da, was das anging, ein kleiner Mitläufer, würde man jetzt vermutlich sagen. Ja, ich glaube, Mitläufer passt da wirklich gut. Das war ich so ein bisschen. Ich habe halt nie zu einer Szene so gehört. Und danach, jetzt fällt mir das gerade ein, kam so ein bisschen die Emo-Phase. Also so ein bisschen, wo man... Was habe ich denn da gehört? Da habe ich auch noch Marilyn Manson und so gehört. Wie hieß denn diese eine Band? Atreyu fand ich toll. Bring Me the Horizon, genau, fand ich auch mega toll. Ja, und das war halt so die Zeit, wo man dann dachte, ach komm, ich färbe mir mal die Haare schwarz und ziehe mal irgendwelche karierten Blusen an und mach jetzt voll einen auf Emo. War auch sehr witzig. Du kommst mal eben weg. Aber wie gesagt, das war auch so eine Zeit, ich habe mich sehr selten dann tatsächlich so angezogen. Was tue ich hier gerade? Ich mache hier voll den Mist. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Setz den mal dahin, der frisst den jetzt. Ah, nee, doch nicht. Sehr gut. So, hier kann ich schon mal das Grab wegmachen. Oh nein, die haben die Torchwood. Was? Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Setz den mal kurz dahin. Shit. Hier komme ich jetzt ein bisschen in Bedrängnis. Shit, shit, shit. Mach den doch tot. Mach den doch tot hier. Verdammt nochmal. Warum macht er den nicht tot? Geht doch. Mann. So, tu dahin. Der knuspert da noch. Komm, jetzt lass mich wenigstens noch hier aufbauen. Den dahin. So, dann kann ich die gleich austauschen gegen Zweier, eventuell auch Dreier. Dann brauche ich die Spikes. Ach so, ist noch gar nicht die letzte Runde. Na geil. Und jetzt habe ich so wenig Sonnen. Ich hätte gerne da noch eine Torchwood. Oh oh. Und ich hätte auch hier gerne unten noch eine Torchwood. Wow, das wird schon ein bisschen schwieriger als bei dem Level davor. Oh Gott. Nein, 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 nein.
geh da hin und friss alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut, sehr gut. Die hier werden jetzt zum Problem, glaube ich. Komm, gib mir mal ganz schnell irgendwas. So. Oh Gott. Jetzt muss ich mich gerade eben kurz konzentrieren. Na komm, gut, du bist down. Ich hoffentlich auch. Das bringt mir gerade nichts, dann sammle ich lieber ein paar Sonnen für die nächste Runde. Na komm, ihr kriegt es hin. So, hier schon mal die Torchwood hin. Okay, ich brauche die Spikes. Ich brauche die Walnüsse, die großen. Die Torchwood. Also Moment, den Dreier, habe ich gesagt. Den Zweier, dann die Spikes, die Torchwood. Das hier, das hier. Der ist eigentlich immer ganz cool für nur 75. Und ansonsten, der ist sinnlos, das bringt mir nichts. Den hier könnte ich eventuell noch mitnehmen. Wir haben einen mit Eimer, einen Footballspieler. Na, ich hoffe, das klappt so. Jetzt würde ich erstmal den hier gleich gerne loswerden. Na, komm schon. Den kann ich schon mal davor setzen, weil hier möchte ich gerne die Spikes haben in der Reihe. Na, jetzt, komm halt. Gib mir doch die Torchwood. Schneller, bitte. Macht mal mehr Sonnen, ihr Deppen. Sehr gut. So, und ein Torchwood. Jetzt kann ich die Walnüsse hinsetzen, dann die Spikes und dann kann ich eventuell die Grabsteine wegmachen. Nee. Weißt du was? Du gehst mir gerade auf den Sack hier. Na gut, jetzt muss ich wieder ein bisschen sammeln. Ja, und nach dieser Emo-Zeit, was kam dann? Ich glaube, dann kam schon das, was, wo ich jetzt im Moment auch stehe. Und zwar bin ich einer von diesen Ich-höre-alles-Menschen geworden. Ja, tatsächlich. Ey, was soll denn das hier? Das ist mega ätzend. Ey, was soll das denn? Der nimmt den nicht mal. Oh, kommt. Wie ärgerlich ist das? So viel zum Thema, ich tausche hier alles aus. Ich tausche gar nichts aus. Da ist jetzt gleich die Torchwood weg. Torchwood weg? Ja, was macht ihr? Ist doch kacke. Manu, nein. Geht weg. Das darf doch nicht wahr sein. Da unten kommt der blöde Footballspieler. Boah, ihr könnt mich mal. Na, geil. Boah, das klappt ja super. Und das ist jetzt erst die zweite, die dritte Runde. Das ist einfach gerade super fantastisch hier. Nein! Alter! Der knuspert jetzt alles weg. Ich muss den da sofort hinsetzen. Sehr gut. Oh, komm. Ich weiß nicht, wo ich die... Ich geh da unten hin. Nee, ich hätte irgendwas noch mitnehmen sollen. Squash oder so. Der sofort tötet. Da hat jetzt leider der Pilz hier oben nicht ausgereicht. Mist. Das ist echt doof. So, da habe ich noch keine Spikes. Setze ich mal dahin. Hier kommt die letzte Welle. Dann kommen die da aus den Gräbern raus. Ja. Gut, ich setze ihn jetzt einfach hier vor. Ich glaube, mein Prinzip kann ich jetzt nicht mehr beibehalten hier, so wie ich das eigentlich vorhatte. Alles schön in Reihe und Glied. Das funktioniert leider nicht. Naja, wie gesagt, jetzt höre ich echt so alles, ne? Also durch die Bank weg. Ich höre auch teilweise Sachen, die in den Charts sind, die ich dann irgendwie cool finde. Eine Zeit lang, das ist schon fast ein bisschen peinlich, aber gut, kann man ja auch mal zustehen. Teilweise fand ich manche Lieder von David Guetta echt gut. So, sowas halt. Oder teilweise auch von Rihanna. Nicht jetzt so, dass ich alles gut finde oder Alben davon kaufen würde, auf keinen Fall. Aber wenn das läuft, ja, dann höre ich das, finde das ganz in Ordnung. Aber auch sonst, Seed, Peter Fox, alles eigentlich. Dancehall, Reggae, normale Chartmusik, normale Popmusik. Teilweise höre ich auch immer noch Marilyn Manson oder so gerne. Eigentlich echt alles. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Okay. Ich muss jetzt den mitnehmen. Ich muss auch noch die beiden mitnehmen. Den hier, den hier, den hier.
Die kostet 150, das ist echt schon viel. Da könnte ich... Ach, ich kann jetzt nur den Grabstein oder den mitnehmen. Tja, das ist jetzt die Frage. Was mache ich, Grabstein oder den? Ich glaube, ich nehme den mit. Ja, komm. Das sollte wohl passen. Oh nein, oh Gott, ich bin so blöd. Ich habe keine Pilze hier mitgenommen. Oh Gott, Dummheit, Dummheit. Oh nein, dann setze ich den einfach dahin. Oh shit. Ah, wie kann man so doof sein? Habe ich jetzt voll nicht drauf geachtet, weil ich unbedingt den Squash mitnehmen wollte. Ich setze dich jetzt einfach dahin. Scheiß auf die Torchwood. Dann mache ich das jetzt halt alles mit den Pilzen. Mir doch egal. Ah, euch kann ich dann hoffentlich auch noch irgendwo hinsetzen. So, du kommst dahin. Ja, und der Grabstein ist natürlich richtig blöd, ne? Der ist mal richtig blöd platziert. Ich hätte jetzt noch gerne die letzte Walnuss hier unten. Sehr schön. So, diese komischen Spike-Dinger haben wir überall vorne. Das ist gar nicht schlecht. So, jetzt könnten wir... Oh, ich habe doch noch gar nicht 200 zusammen. Warum bin ich gerade so unkonzentriert? Das ärgert mich. Ja, komm schon. Gut, kann ich nämlich anfangen, die normalen Pea-Shooter auszutauschen. Und dann überstehen wir hoffentlich diese Runde. Die springen ja nicht drüber, das ist sehr gut. Da kommt der Opa-Zombie. Ja, und nochmal zum Thema Musik. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn auf Partys oder so zum Beispiel mal so Schlager gespielt wird. Wolfgang Petri oder von mir aus auch Michael Wendler. Den finde ich ja fast schon lustig irgendwie. Dann habe ich da auch voll nichts gegen. Oh, eine Pflanze für den Garten, das ist schön. Und von daher, ich kann mir echt fast alles anhören. Außer, da war ich nie so der Typ, obwohl doch, jetzt gerade fällt es mir ein, so richtig Techno fand ich eigentlich nie cool. Es gab mal eine Zeit, da habe ich so House oder wie hieß das damals? Oder Trance, hat man damals gesagt, ne? Sowas wie Future Trance, das waren doch dann so CDs. Das fand ich eine Zeit lang auch noch ganz cool, genau. Aber so richtig krass Techno habe ich eigentlich auch nie gehört. Würde ich auch jetzt nicht. Das ist sowas, das mag ich gar nicht. Oder jetzt gibt es ja, jetzt, früher gab es es nicht, war sowas wie Dubstep oder so. Boah, finde ich ganz, ganz schrecklich. Nee, könnte ich mir niemals freiwillig über eine längere Zeit anhören. Aber wie gesagt, sonst bin ich da relativ offen, was Musik angeht. Und ich habe auf YouTube so eine Playlist mit Musik. Ich glaube, die ist privat. Ja, ich glaube, die ist privat, weil sonst hätte mich das schon mal längst einer drauf angesprochen, warum da so viel Kram durcheinander drin ist. Aber da packe ich halt alles so rein, was man sich mal nebenbei so anhören kann und was bei YouTube noch nicht gesperrt ist. So. Ich muss gleich auf jeden Fall Grabsteine mitnehmen. Jetzt kommen erstmal noch Zombies. Ah, die Walnuss sieht leider schon ein bisschen schlecht aus. Ach doch. Ach nee. Hey, es kommen doch keine mehr. Okay. Also, Grabsteine. Die hier. Zur Not den hier. Die hier. Den könnte ich auch mal mitnehmen. Dum, dum. Und ich glaube, ich lasse es mit der Torchwood, ganz ehrlich. Jetzt habe ich aber wieder den Squash nicht dabei. Nee, komm, dann nehme ich lieber den. Warum nehme ich die Pflanze für 150, die hier? Das war jetzt auch einfach dämlich, ne? Hätte ich nicht tun sollen. Bringt mir gar nichts. Wo soll ich die noch hinstellen? So viel Platz ist hier gar nicht. So, dann kommst du einfach mal dahin. Und zwei Pea-Shooter muss ich jetzt noch austauschen. Ja gut, das sollten wir aber jetzt überleben, hoffe ich. Den hier wegmachen. Jetzt darauf konzentrieren, hier ein paar Sonnen zu sammeln. Aber die sind eigentlich auch ganz gut, ne? Wenn man da mehrere von hat, läuft es ganz gut. Es ist nur super, dass diese Reihe hier so extrem aufgepowert ist und die anderen dann eher weniger. Und ich power sie jetzt noch mehr auf, indem ich da den ersten hinsetze. Na, solange wir keinen großen dabei haben, ist eigentlich alles gut. Nämlich extrem nervig, wobei der Footballspieler auch echt mies sein kann. Da kann ich auch gerade den Squash nicht mehr nutzen. Ich spare jetzt erstmal kurz auf die nächsten 200. Na, komm schon, eine noch. Jo. So, dann brauchen wir die Pea-Shooter auch erstmal nicht mehr. Was? Ihr habt doch nicht wirklich meine Walnuss weggefressen, seid ihr bescheuert?
Und jetzt frisst du meine Torchwood, ne? Was bist du für einer? Ätzend. Bei uns im Hausflur ist gerade wieder Randale. Höre ich gerade so nebenbei. Ist dann immer sehr unangenehm beim Aufnehmen. Denkt man so, hä, was ist da los? Kommt hier gleich jemand nach oben? Haben wir noch einen Grabstein? Hier ist gerade so viel los. Ach, ich könnte die Kürbisse in der nächsten Runde mitnehmen. Ach, ich brauche gar keine nächste Runde. Nice. Ja, cool. Pass mal auf. Dann matsche ich die jetzt mal alle kaputt. So, die Spikes haben wir da überall. Ja, das geht doch. Tausche ich den noch aus? Ach, ich weiß es nicht. Na, komm schon. Geh drauf. Geh drauf. Sehr gut. So, dann machen wir den hier mal eben weg. Und dann könnte ich eigentlich den einfach mal dahin setzen. Finale Welle. Ja, ja. Ach komm, ich setze den einfach noch dahin als Futter. Hier, Frosch drauf, wenn es geht. Jetzt kann eh nicht mehr so viel passieren. Haben wir noch irgendwo einen Grabstein? Da ist noch einer. Ach Gott, der Elvis. Der Elvis ist dabei, an den habe ich gar nicht gedacht. Komm, einfach mal, irgendwo hinsetzen. Da fehlt jetzt die Walnuss, aber das ist egal, weil der geht gleich drauf. Und damit haben wir es. Yay, sehr schön. Sehr schön. Und das war es auch für diese Folge. Beim nächsten Mal, was machen wir dann? Survival Pool. Also bis dahin, tschüss.